Willkommen zur inzwischen vierten Ausgabe der deutschen Version von WeseTalk. Ich bin Dirk Schmidt und begleite zusammen mit Vanessa Tilburg durch unsere Talkrunde. Hallo Vanessa. Guten Abend. Heute haben wir zu Gast Eileen Liebig. Eileen, du bist geschäftsführende Gesellschafterin von Nias Dias Events und der Online-Event Books. Richtig. Erzähl doch mal bitte etwas über dich. Hallo, ja. Genau, ich bin Eileen, komme aus Berlin und habe 2011 die Eventagentur Mias Dias gegründet. Und da ist ja seit März nichts los, wie bei ganz vielen Eventagenturen. Und es hat sich aber am Mai dann geändert, weil ich Ende April auf die Idee gekommen bin, dass man zu Online-Events ja auch Online-Eventboxen benötigt. Und durch einen tollen Kontaktaustausch mit einer Geschäftspartnerin in Hamburg hab ich dann gesagt, okay, ich mache die Online-Eventbox-Seite auf, online-eventbox.de, und dort gibt es Boxen zu kaufen für digitale Events. Das heißt, man hat jetzt ein Seminar, einen Workshop, eine Tagung, eine Preisverleihung online, und wir schicken dann jeden ins Homeoffice eine Box mit gebrandeten Artikeln, mit Snacks, mit Getränken. Ja, da sind voll viele Überraschungen drin, sehr viele Sachen, die Leute glücklich machen. Und das ist die Online-Eventbox, ja. Und das kommt so gut an, dass der Laden gerade auseinanderbricht. Das kann man sagen. Es ist wirklich sehr, sehr viel los gerade. Auch im positiven Sinne. Im positiven Sinne, ja. Im positiven Sinne. Und wir freuen uns sehr darüber, und es macht mich sehr stolz. Also, das ist halt eine Mega-Entwicklung. Also, hätte ich das nicht gemacht, ich kann nur sagen, bei der Eventseite, also das E-Mail-Postfach ist leer, da passiert gar nichts. Aber das Online-Event-Box. Erzähl uns doch mal bitte, wie das zustande. Also erstmal, Ende März. So, jetzt ist erstmal Schluss mit persönlichen Events. Ja. Was ist da passiert bei euch? Es ist einfach Totenstille eingekehrt. Also es sind Anfragen. Wir haben auch die Mercedes-Benz Arena betreut in Berlin und andere Locations und Kunden. Und auf einmal wurde nur noch storniert, nach hinten verlegt. Und es war auf einmal, als ob jemand einen Stecker gezogen hat. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch im sechsten Monat schwanger. Und wusste halt auch nicht, wohin das jetzt führt, also mit meinem zweiten Kind schwanger, wusste auch nicht, wohin das führt, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt nichts mache in der nicht vorhandenen Elternzeit, was ist denn dann danach, wenn das Jahr vorbei ist? Na, was passiert dann eigentlich? Es war so eine Leere im Kopf. Und zuerst dachte ich, wie wahrscheinlich viele andere, ach, leben wir erstmal von den Rücklagen, oder das wird schon wieder in 2 Monaten aufwärts gehen. Und dann habe ich einen Monat geruht, kann man sagen. Und dann habe ich einen Impuls bekommen, und der wurde immer stärker, und er hat gesagt, ey, du machst es jetzt mit den Boxen. Das war der 27.04. Und dann haben wir innerhalb von 3 Tagen, also ich und ganz viele tolle Geschäftspartner, haben auf die Beine gestellt, dass da eine Internetseite steht, innerhalb von 3 Tagen. Also am 1. Mai, am Tag der Arbeit, um 0 Uhr noch was, haben die Webdesigner und ich diese Seite online gestellt. Und sie sieht einfach wunderschön aus, die Internetseite. Wir haben das Logo selbst gemalt mit dem Webdesigner. Die haben eine mega Arbeit geleistet. Und dann war das wie so eine positive Welle, wo einfach nur noch positive Sachen passiert sind. Also es fängt an beim Werbevideo, wo ich durch Zufall jemanden gefunden habe, der gesagt hat, ja, ich nehme Boxen, ihr dürft es aufnehmen, wenn wir unsere Veranstaltung machen. Und da waren nur schöne Menschen. Das heißt, das Werbevideo sieht schön aus, mit schönen Menschen. Ich habe gar nicht erfragt, was da für Models. Das sind keine Models, die sind halt wirklich, es war halt wirklich live, und die waren überrascht und die haben sich daran gefreut. Dann habe ich noch eine super Partnerin gefunden, die eigentlich den Laden zu 80% grad hochhält, weil ich ja Mama geworden bin am 5.10. Und ein Mega-Team, also ob Mitarbeiter, ob Subunternehmer, es ist so ein Glück, es ist wie ein Segen. Es ist wirklich Wahnsinn, was gerade passiert. Die Leute, die einpacken, die Leute, die die Boxen fotografieren, die Videos gemacht haben, die Wer ganze sind Logistik. eure Kunden? Wie sieht die Kundenstruktur aus? Was sind das für Leute? Das sind Konzerne. Das sind eigentlich nur die Global Player, kann man sagen. Und es sind Versicherungsunternehmen, es sind Banken, es sind Wirtschaftsprüfergesellschaften. Es sind auch Agenturen, die für
für Autofirmen und andere und Pharmaunternehmen auch ganz groß mit dabei. Das sind gerade die Kunden. Also es gab, unser erster Kunde war gleich einer der größten Wirtschaftsprüfer der Welt. Und die haben uns auch noch unterstützt, kann man sagen. Also die haben dafür gesorgt, dass wir auf internationalen, also bei den Global Player mitmachen können einfach, weil die uns gesagt haben, auf was die Wert legen. Und so cool unsere Seite auch ist, unsere Internetseite, wir sind eigentlich noch viel cooler und wir haben noch keine Zeit gehabt, das nach außen zu tragen. Also wir sind sehr nachhaltig, wir achten auf Fairtrade, auf Bioartikel, eine nachhaltige Verpackung. Das ist alles noch gar nicht auf der Website kommuniziert, aber so machen wir es gerade. Also das kommt, sobald wir wieder Luft haben, im Januar hoffentlich, weil gerade ist natürlich Weihnachtsgeschäft, wird das nächste To-Do sein, das noch weiter nach außen zu tragen. Und die buchen halt regelmäßig und sind super happy. Und Ja, Eileen, ich muss sagen, leider geil, ne? Also, so viele, richtig. die das gerade irgendwie alles super negativ sehen mit den Online-Events, da kam eine Idee und man muss sagen, das macht vieles weg, was ja eigentlich jetzt gerade das Online-Event gar nicht so stemmen kann, ne? Wie war denn da jetzt so der Werdegang? Ihr habt wahrscheinlich mit so der Pauschalbox vielleicht angefangen und habt vielleicht Feedback bekommen und daraus sind jetzt irgendwie 10 Boxen entstanden oder wie war das? Ja, wir haben erstmal haben wir so eine Standardbox gemacht, ne? Eine Afterwork-Box, eine Celebration-Box, eine Welcome-Back-Box für Leute, die zurück ins Büro kommen. Haha, ist ja jetzt wieder nicht mehr, aber damals war ja mal die Phase, wo alle zurück ins Büro sind und ein paar. Damit hat es angefangen. Wir haben die online gestellt und haben aber gleichzeitig auch gesagt, ihr könnt auch eine individuelle Box zusammenstellen. Und das finden die Leute leider geil und das machen die ganze Zeit. Also über 90% der Leute bestellen nicht im Shop, sondern sie melden sich per E-Mail, haben halt eine Anfrage zwischen 20 und 2000 Boxen und wollen, dass wir denen was zusammenstellen. Und das machen wir halt im Hintergrund. Das ist dann halt in deren CI und das bestellen die halt auch mit die Wie meisten. viel Vorlaufzeit habt ihr im Allgemeinen? Also im Allgemeinen sind es für individuelle Boxen 4 Wochen, weil wir die ja erstmal zusammenstellen, dann die Ware bestellen müssen, die konfektionieren müssen, gegebenenfalls noch Brandings erstellen und dann weiter verschicken. Und dann brauchen wir halt schon so 7 bis 10 Tage Versandzeit, damit wir auf der sicheren Seite sind und auch auf Retouren reagieren können. Das heißt, jeder hat zum Veranstaltungstag sein Paket, wo drauf steht, bitte erst öffnen am und dann steht das Eventdatum da, dass die auch wissen, oh, vorher nicht öffnen. Und wenn der Kunde war und ein Branding bestellt hat, dann ist auch noch ein Branding von der Firma auf der Box und dann wissen die genau, ah, mein Arbeitgeber oder mein Kunde oder mein Lieferant hat mir hier eine Box geschickt. Ich Ich nehme bin einfach mal gerade an, echt geschockt, weil bei uns unten im Büro liegt eine Box. Ich muss nachher gucken gehen. Ich darf es auch nicht aufmachen, weil sie eigentlich für Freitag ist. Ich muss nachher gucken gehen, ob die von euch ist. Das muss ja eigentlich sein. Weil genau so, wie du es gerade beschrieben hast, liegt da unten was. Ich muss gucken geh doch gehen. mal schnell gucken, Vanessa. 5 Wochen, 5000 Boxen verschickt. Es kann natürlich sein, dass ihr dabei seid, ja. Ja, okay, bei der Masse. Das ist ziemlich wahrscheinlich Unglaublich. ja mega. Wie stelle ich mir das vor, Eileen? Ich nehme mal stark an, dass deine Kinder noch nicht mithelfen können. Wie wuppst du das denn mit 2000 Boxen? Also 2 Kinder, die haben tatsächlich am Anfang, wollten die mit Boxen packen. Das sind die Kinder von meinem Freund, die sind, wir machen hier Patchwork, die sind 9 und 10 Jahre alt und die wollen immer mit Boxen packen. So eins in die Box, eins in den Mund, eins in die Genau. So eine Art, ja. Und die wollen immer mithelfen, aber das geht natürlich nicht, weil also wir haben jetzt inzwischen 2 Lagerräume. Es fing an, dass ich bei verschiedenen Netzwerktreffen gefragt hat, weil wir haben halt ein Büro in Berlin-Mitte und haben da nicht genug Lagerkapazitäten und auch nichts, wo man ebenerdig arbeiten kann. Und das braucht man ja beim Packen. Also du musst dir vorstellen, wir haben komplett neue Firma aufgemacht, ein Logistikunternehmen kann man sagen. Das hat nichts mehr so richtig mit dem zu tun, was wir vorher gemacht haben, auch wenn es natürlich was für Events ist. Ich habe dann erstmal überall gefragt, hey, hat jemand Lagerräume? Ich bin mit damals war mein anderes Kind dann halt 2,5, bin ich halt rumgefahren und habe bei uns in der Nähe einfach an Türen geklopft und habe gefragt, wer hat Lagerräume frei? So, ich hab halt, bin halt einfach losgelaufen und habe durch ein Netzwerktreffen habe ich eine andere Eventagentur gefunden, die gesagt hat, ihr könnt unser Lager mitnutzen. Und so fing es eigentlich an, dass wir das erste Lager hatten. Und jetzt sind wir gerade, haben wir den Support bekommen von der Spreespeicher Event Location und der White Spree Lounge, die uns gesagt haben, ihr könnt bei uns packen, weil es gibt gerade keine Events. Also einfach mega. Das meine ich halt mit dieser positiven Welle an Sachen, die gerade passieren, dass halt auch die Menschen sich gegenseitig helfen und unterstützen und wir denen halt wiederum auch unsere Hilfe anbieten.
So sieht es halt gerade aus. Also wir haben halt jetzt eine Event-Location, wo wir packen, eine riesengroße Location, wo ganz viel Lebkuchen, Dominosteine, Glühwein. Ich glaube, es gibt in Deutschland kein Glühwein mehr. Also unter 0,5. Nur noch die großen Dinger, die man nicht verschicken will. Also es ist Wahnsinn. Und da lagert jetzt alles. Und dann haben wir halt die ganzen Promoter, Hostessen, Eventarbeiter, Künstler, alle, die jetzt gerade halt einfach da sitzen und nichts zu tun haben, denen haben wir Newsletter geschickt, Nachrichten geschickt, die packen jetzt Boxen, sozusagen. Leute Mega, also schon für die Events, für die ganze Eventbranche, ja, die gerade ja richtig am Hinken ist, ist das natürlich super, da auch noch irgendwie ein Stück beitragen zu können. Was ja. ist denn so ein bisschen jetzt in Planung? Also wahrscheinlich seid ihr gerade einfach nur am Machen, bist einfach losgelaufen und macht einfach. Habt ihr schon irgendwie eine Perspektive für nächstes Jahr und was ihr vielleicht noch daran erweitern wollt, was ihr vielleicht auch, wenn es irgendwann mal wieder weitergeht, trotzdem noch weiterführen wollt? Ja, also wir haben jetzt bis einschließlich März haben wir schon Anfragen drin und Buchungen drin. Das heißt, es geht weiter. Der Winter wird wahrscheinlich noch so weitergehen wie jetzt. Also ich sag mal, wie Oktober, nicht wie Dezember, November. Es ist gerade, wir haben jetzt den Peak erreicht, das Ausnahmezustand bei DHL und bei uns. Das ist einfach sehr, sehr viel. Wir nehmen halt auch gerade keine Bestellung an. Also Dezember ist definitiv nichts mehr möglich an Boxen. Aber die Perspektive ist, die Internetseite so zu bauen, dass man auch gleich sieht, dass wir grün sind, dass wir unsere Produkte anpassen. Unsere Standardboxen, die sind noch, finde ich, nur zu allgemein. Wir haben jetzt sehr viele Produkte gefunden, die nachhaltiger sind und regionaler sind. Und die wollen wir halt mehr präsentieren und verkaufen, weil wir halt die lokalen Unternehmen mehr unterstützen möchten. Und halt die, ne, also nicht nur die Industries, die Großindustrien, sondern halt auch die kleinen, ne, die jetzt neue Produkte entwickelt haben. Es gibt zum Beispiel Bio-Konfetti. Wusstet ihr, dass es Bio-Konfetti gibt? Nein. Sowas halt, sowas möchten wir gerne anbieten. So eine Sache. Da mehr Wert drauf legen und halt neue Fotoshootings machen von den Boxen, neue Produkte online stellen, die Seite so umstellen, dass man sieht, dass wir halt nachhaltig sind. Und derzeit machen wir ja keine Werbung. Also die Leute finden uns einfach, weil sie das eingeben, Online-Eventbox. Wir sind halt durch unsere. Und durch unsere Seite, weil die halt so heißt und weil alle Texte handeln über die Online-Eventbox und das spiegelt sich dann in dem SEO wieder, was im Hintergrund programmiert wurde von meiner super tollen Programmiererin, die ich auch liebe. Die ist auch unsere Texterin, die ist Autorin. Ist einfach wieder mega Zufall, dass die alles kann. Ja, und dadurch sind wir halt ganz oben dabei und man findet uns sofort. Also wir machen gerade keine Google-Werbung, nichts. Geht ihr aus der Eventbranche dann nochmal raus? Ist das eine Planung? Weil ich stelle mir so vor, Jochen Schweizer, My Days, Valentinstag, so alles auch, was überhaupt gar nicht mit dem Event zu tun hat, sucht ja auch danach oder ist das dann zu klein? Wahrscheinlich ist es mit der Logistik nicht ganz vereinbar. Was meinst du, dass die bei uns So Boxen? Einzelbestellungen dann, also ich sehe das ja immer so, Box zählt für mich gleich immer, ich sehe dann die rote My Days Box und dann sehe ich irgendwie so eine, meine Mama sitzt 300 Kilometer weit weg, ich muss ihr irgendwas zu Weihnachten schenken oder zum Geburtstag und das sind dann Boxen mit Wellness-Sachen, da weiß ich nicht so. Solche Dinge halt, so mal raus aus dieser Eventbranche, irgendwie Perspektiven, habt ihr da auch was oder bleibt ihr der Eventbranche treu? Ich möchte auf jeden Fall dem B2B-Geschäft treu bleiben. Also ich möchte derzeit noch nicht an den Endkunden ran, sondern möchte mich um Firmen kümmern, weil die Kommunikation finde ich persönlich jetzt unter uns gesehen hier, finde ich das viel einfacher. Also ich finde, Endkunden zu betreuen, deswegen habe ich mich auch immer geweigert, Hochzeiten zu machen. Also ich habe ein paar Mal Hochzeitsreden gemacht, so für Freunde, dass ich da die Trauung gemacht habe, die freie, weil ich es so cool fand und mir so Spaß macht. Aber mir macht es gar nicht Spaß, private Veranstaltungen zu planen. Und das geht mir bei den Boxen genauso. Ich finde es viel cooler, das im Firmenbereich zu machen. Die Abnahme ist höher, die Kunden sind treuer, die kommen halt immer wieder, wenn es gut geklappt hat. Und man baut einen persönlichen Draht zu denen auf. Und das finde ich irgendwie dann trotzdem auch intim, auch wenn es B2B ist, finde ich das schöner, so zu arbeiten als im B2C-Bereich. Das kann sich aber auch nochmal ändern in ein, 2 Jahren, dass wir sagen, oh, das ist auch auf jeden Fall ein Kanal, den wir bedienen können. Ja. Wie sind das denn nur ausschließlich nationale Kunden oder habt ihr auch internationale Kunden? Internationale. Wir schicken bis nach Indien, China haben wir jetzt, Russland. Was haben wir noch? Exotisches gab Amerika. Da tauschen wir halt die Produkte aus. Ne? Russland darf man Alkohol verschicken, Amerika nicht. Und da tauschen wir halt die Produkte aus und bieten dem Kunden Alternativen an und machen für den die Zollinhaltserklärung und die Zollabwicklung und erstellen die Dokumente für den Kunden. Und dann können halt auch die Leute aus der Firma eine Box bekommen.
die in dem Meeting sitzen. Wird keiner ausgeschlossen sozusagen. Natürlich sehr kostspielig im Versand, ne, weil man da auf jeden Fall eine Expressbuchung nehmen muss, damit man erstens mal ein Tracking hat bis zum Zielort und die Nachverfolgung genau halt auch dem Kunden weitersagen kann. Und die Box halt wirklich in 1 bis 2 Tagen da ist beim Kunden und nicht in 30. Das ist Event vorbei. Ja. Wow. Ja, das ist gerade mit dem Event auch sicherlich total das Logistik-Thema, dass es jetzt nicht unbedingt 3 Wochen zu früh bekommen, aber auch keinen Tag zu spät, ne? Keine Stunde zu spät. Da gibt es witzigerweise aber jetzt auch, also man kann eine Box bei uns bestellen und sagen, Zustellung am Wunschdatum, das kann man alles schon programmieren, dass halt alle zum Beispiel ihre Box am 2. bekommen, wenn am 3. das Event ist. Ich rate davon prinzipiell ab, weil manchmal halt Retouren passieren oder derjenige ist gerade nicht zu Hause und dann sieht er das nicht rechtzeitig, weil er nicht am Briefkasten war und hat die Box dann erst später. Also ich bin schon Fan davon, dass sie so 4 Tage vorher ankommt. Mhm. Ja. Ich komme nochmal auf Vanessas Frage zurück. Wie siehst du das in Zukunft, im nächsten Jahr? Nehmen wir mal alle an, dass in der, sagen wir mal, in der 2. Jahreshälfte dann auch wieder nicht nur digitale Events möglich sind, sondern auch wieder In-Person-Events. Erster Teil meiner Frage, was glaubst du, wie sehen diese internationalen B2B-Events aus in Zukunft? Sind die dann, gehen wir wieder komplett zurück oder sieht das anders aus als vorher? Und wie sieht dein Konzept aus dann auf die neue Situation? Also ich denke, dass es nie wieder so sein wird wie vor Corona. Dass es eine Mischung geben wird aus Live und digital, also Hybridveranstaltungen wird es geben. Bin ich davon überzeugt, auch wenn das alles überstanden ist und alle durchgeimpft sind, denke ich, dass viele jetzt auch die ältere Generation, dass halt wirklich alle jetzt mitbekommen haben, wie gemütlich und entspannt ein Online-Event sein kann. Und es gibt keine Berührungsängste mehr mit dieser neuen Situation, sondern man sieht auch klar die Vorteile, auch die Nachteile. Und dass wir deswegen weiterhin attraktiv bleiben auf dem Markt. Vielleicht nicht mit dem Absatz, den wir jetzt gerade hier machen, aber trotzdem werden wir attraktiv bleiben. Gerade internationale Events werden so stattfinden, dass vielleicht die Hälfte sogar digital teilnimmt und die andere Hälfte live. Es wird auch dafür sorgen, dass was jetzt vorletztes Jahr noch ein Live-Event war, wo 2000 war, dass das gleiche Event jetzt nochmal ist, aber mit 4000 Leuten, weil die halt einfach die Möglichkeiten sind jetzt größer. Dadurch, dass alle diese digitalen Tools aufbauen, es gibt ja so mega coole Event-Tools mittlerweile. Ne? Also da kann man ja eine richtige Messe nachbilden, 3D-mäßig ist ja mega. Und deswegen glaube ich, dass diese Produkte jetzt noch, also gerade einen Peak erreicht haben, aber weiterhin attraktiv bleiben werden. Und wir bieten ja auch digitale Events an. Also man kann ja eine Eventbox bei uns buchen, man kann aber auch ein ganzes Online-Event bei uns buchen. Es gibt ja sogar die Möglichkeit, bei uns Event-Module dazu zu buchen, wie ein Jonglage-Workshop, ein Koch-Event, ein Wein-Tasting, ein Gin-Tasting. Wir backen zusammen, wir machen Malkurse. Also wenn man bei uns auf der Seite mal ist und sich die digitalen Möglichkeiten anguckt, wir veranstalten Hybrid-Veranstaltungen, digitale Veranstaltungen und man kann sich halt Künstler buchen. Alles Mögliche kann man machen bei uns. Deswegen. Und es wird auch bleiben. Und selbst wenn es hybrid wird und der Teil, der jetzt wirklich in die Messehalle reinläuft, der kriegt ja da sein Catering und der Teil, der eben zu Hause sitzt und sich da die Konferenz anschaut, der kann ja weiterhin dann eure Boxen bekommen und fühlt sich mindestens genauso gewertschätzt wie derjenige, der vor Ort ist und per Handschlag begrüßt werden kann. Ne? Ja, das stimmt. Ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt unabhängig davon viele Firmen, die jetzt buchen, sich sagen, ach, ich verschicke nächstes Weihnachten trotzdem meine Box an meine Mitarbeiter, weil es so cool angekommen ist mit gebrandeten Sachen. Weil sie halt die internationalen Unternehmen, die du ja auch erwähnt hattest, ne, das macht ja schon Sinn, weil da kommen sicherlich keine 1000 Mitarbeiter, sondern nur die sowieso lokal irgendwie ansässig sind. Und da kann man sich das natürlich auch nochmal ein bisschen stressfreier, statt jetzt alle irgendwie Regionen, könnte man ja dann auch eben sagen, macht so eins und dann streamen wir und ihr bekommt aber auch so eine Box. Das ist natürlich schon eine coole Gedanke, ja. Genau. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt nächstes Jahr unattraktiv werden für die, dass es jetzt nur so eine kurze Welle war und dann braucht keiner mehr die Online-Event-Box. Ich glaube, die nächsten 5 Jahre ist es ein attraktives Thema für alle. Und deswegen bauen wir das Produkt auch eher weiter aus, als dass wir es so lassen und gucken, was passiert und uns darauf verlassen, dass jetzt alle weiterhin Online-Events machen, sondern wir machen das so attraktiv, dass die Leute sehr sagen, oh cool, wir haben jetzt hier eine Veranstaltung, ein paar Teilnehmer können nicht kommen, 100, 200 Boxen verschicken wir digital, das machen wir mit denen, weil die machen es halt cool.
gerade das Thema Design ist halt auch sehr wichtig und das bieten wir halt an. Ne? Unsere Boxen sehen halt sehr cool aus und sind nachhaltig. Es ist eine sehr, sehr, sehr attraktive Mischung für viele Firmen. Ja. Wie ist denn der Anteil, du sagtest ja, ihr betreut auch viele internationale Kunden. Wie kann ich mir die Mischung vorstellen? Wie viel Betriebe kommen aus Deutschland und wie groß ist der Anteil an internationalen Kunden? Derzeit sind wir bei 80-20, 80 national, 20% international. Ungefähr. Schweiz ist dabei. Also wir haben Schweizer Firmen, die bei uns jetzt buchen. Gerade auch die Deutsche halt Kunden und Lieferanten haben, wo sie Boxen hinschicken. Wir haben jetzt auch Boxen gehabt, wo nur zwei Boxen nach Deutschland gingen und der Rest geht halt nach Europa. Wow. Was passiert mit Mias Diaz? Das frage ich mich auch. Das frage ich mich auch. Ich habe auch, also mein Briefpapier ist so unangerührt gerade. Ich denke mir so, wow. Ich bin so offen dafür. Ne? Ich habe schon in den letzten 2-3 Jahren überlegt, wo geht es denn hin mit der Firma? Also ich hätte mal Lust auf eine neue Herausforderung und dann ist das passiert. Ich habe das gebraucht, persönlich auch. Also für mich war das ein unglaublicher Push, wieder was zu machen, wo ich richtig sage, ey, da gehe ich total auf. Ich liebe das, neue Herausforderungen anzunehmen. Und wir gehen jetzt zwar auch gerade an die Grenzen, weil die Kapazitäten so erreicht sind bei allen, aber das macht irgendwie so einen Spaß, gerade wenn man mit so einem Team arbeitet wie ich. Das ist so ein Glück. Das ist so schön. Und auch die Kunden sind so dankbar. Ich kann euch sagen, ich habe in den letzten Jahren nicht einmal eine Firma gehabt, die bei uns angefragt hat und gesagt hat, ohne Eventagentur, es ist aber schön, dass es euch gibt. So, sondern es war eher so, ah, eine Eventagentur gibt es ja viele, beweist euch mal. Mhm. Und jetzt ist es so, ey, dass es euch gibt, ist so cool. Wir freuen uns und vielen Dank für das coole Angebot. Und boah, das ist so eine Motivation, die das macht. Und man freut sich jeden Tag wieder, das Produkt anfassen zu können, weil da Leute das buchen, die dankbar dafür sind, dass es uns gibt. Und das finde ich so, so schön. Das ergibt so viel Sinn. Also das macht einfach dieses ganze Produkt zu hell für mich. Ne? Ich empfinde das gerade auch persönlich als großes Glück, dass ich das machen darf und dass ich das entwickelt habe. Ja. Glaubst du, dass du mit Mias Diaz Online-Events veranstalten solltest? Machen wir. Ja, das machen wir schon. Das machen wir mit der Online-Eventbox. Da bieten wir es ja an, aber es läuft ja über Mias Diaz dann im Endeffekt. Das passiert schon, dass wir Online-Events anbieten und auch machen. Die Boxen sind derzeit im Fokus, aber muss man ganz klar sagen. Also es gibt Firmen, die halt eher Online-Events machen, Eventagenturen, aber bei uns ist es andersrum. Bei uns sind die Boxen halt so ein Trigger gewesen, dass die Leute halt gezielt im Internet danach suchen. Und wenn sie nach einem Online-Event googeln, dann kommen sie halt auf die Box und buchen das dann dazu, das Online-Event. Aber man merkt ganz klar, dass die erstmal an den Boxen interessiert sind. Jetzt bist du ja selbst auch eine Eventagentur und du hast jetzt auch gerade schon gesagt, dieser Kampf ist ja eher bei den Agenturen. Fragen die Agenturen denn an? Weil momentan ist ja gefühlt so jeder spontan umgestiegen. Sie sind eigentlich die Agentur, die vorher eben physische bzw. Hybrid-Events gemacht haben und plötzlich bietet jeder das online an. Sind das auch Kunden von euch oder sind es wirklich die Direkten, die sagen, wir sind eigentlich der Veranstalter und nicht die Agentur? Beides. Das ist tatsächlich beides. Es sind die Firmen an sich und es sind Eventagenturen. Die meisten Eventagenturen haben sich aber jetzt schon so aufgestellt, dass sie ihren Kunden das Online-Event selbst anbieten. Genau, das Online-Event. Aber die Boxen sind trotzdem auch von den Agenturen gefragt oder ist es tatsächlich der eigentliche Veranstalter, dass die Eventagentur vielleicht nur den Tipp gibt und dann sagt, okay, aber ihr müsst es euch selbst organisieren, oder? Die buchen das bei uns, die Eventagenturen, und für ihren Endkunden, die Boxen. Die machen das nicht selber. Also ich würde es auch keiner Eventagentur empfehlen, sich jetzt zu sagen, auch wenn das hier Mias Diaz kann, kann ich das auch? Ich meinte eher, dass wenn wir deine Konkurrenz eigentlich sind in dem anderen Bereich, dass sie dann sagen, okay, das machen wir nicht, wir bestellen die Boxen nicht, sondern das darf dann, weiß ich nicht, die Allianz machen oder so, der unser Kunde ist oder so. Aber wenn die das tatsächlich, die sich über ihren Schatten springen und in dem eigentlich umkämpften Gebiet dann sagen, okay, es macht zwar die Mias Diaz, aber das ist einfach so geil. Wir brauchen auf jeden Fall diese Boxen. Ja, so wie du es gesagt hast, genau so läuft es, ja. Also es sind Eventagenturen, die Boxen halt bei uns buchen, die Veranstaltung bei denen selber durchführen und es aber auch nicht aus der Hand geben. Also die verkaufen quasi über sich die Boxen, kaufen die aber bei uns. Sehr cool, die sagen nachher einfach nicht, ja. Aber cool, ja. Klar, müssen sie ja auch nicht. Also wenn sie sagen, wir bieten die Box an und der Kunde findet es cool. Ja, sehr cool. Gibt es eigentlich schon Nachahmer?
Ja, es gibt schon Nachahmer. Es gibt vor allen Dingen auch die ganzen Caterer, die das, die auch eigene Boxen anbieten, auch schöne Sachen machen. Aber wisst ihr, was der Unterschied ist an der Sache? Der Unterschied ist, dass die das alles kommunizieren per Newsletter. Man sieht es zwar auf deren Internetseite, aber eigentlich kriegst du nur was davon mit, wenn du dort schon was gebucht hast. Oder wenn du denen bei Instagram oder Facebook folgst, dann kriegst du das mit. Bei uns ist es ein bisschen umgedreht, weil die Leute uns entdecken, wenn sie uns suchen. Also wenn der Bedarf da ist, dann werden wir entdeckt. Und bei den anderen ist es so, oh, die haben Boxen, ich habe hier gerade Newsletter gesehen, ich merke mir das mal für später. Ich glaube, die haben vielleicht ein bisschen mehr zu kämpfen als vielleicht wir, um Aufträge zu bekommen. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß halt, dass es ein Event-Caterer gibt, die Kochbox zum Beispiel aus Berlin. Die bieten ja Koch-Events an und die versenden dafür auch frisch Lebensmittel. Und die sind halt auch gerade an ihrer Grenze. Also die haben so viel zu tun auch. Und die Dame, die das alles macht und organisiert und den Kunden betreut, die ist auch irgendwie im 8. Monat schwanger oder so. Also es ist gerade irgendwie, das alles zu reißen mit einer Schwangerschaft, ein Trend anscheinend. Ja, die ist halt Ja, auch ich gerade. hatte auch vorhin dem Dirk schon gezeigt, dass ich so von meinem Verständnis von Online-Events aus den letzten Jahren war halt immer klar, Content-basiert, vor allen Dingen, dann macht es auch Sinn und grenzüberschreitend sowieso. Aber beim Wine-Tasting hört es dann auch auf. Und dann kam dieses Jahr tatsächlich der lokale Weingärtner hier aus der Stuttgarter Gegend, hat gemeint, unser Wine-Tasting findet jetzt online statt. Im ganz kleinen Rahmen natürlich, das sind dann 50 Leute. Und denen hat er dann nämlich auch die 3 Flaschen zugeschickt, die da mit dem Wine-Tasting. Aber das ist natürlich nicht in eurer Skala, um Gottes Willen. Aber ich dachte, die wussten sich dann auch geschwind zu helfen, wo dann meine Grenze von Wine-Tasting kann nicht online stattfinden, übersprungen wurde. Hast du es gemacht oder nicht? Ich konnte nicht teilnehmen, aber ich habe das mitbekommen, was halt hier gerade ums Eck ist und lokal war und ich das auch mitbekommen habe, was da genau verschickt wurde. Da hat es halt hier lokal verbreitet. Das macht halt sonst auch keinen Sinn. Normalerweise geht man eben dahin, ein, zweimal im Jahr und macht dann sein Wine-Tasting so ein bisschen als Date Night. Und das ging halt eben dieses Jahr nicht und er hat eine Lösung gefunden, wo ich dachte, ja. Das ist genau richtig und Zahn der Zeit für dieses Jahr passt. Ja, na, vor allen Dingen, dass er den richtigen Zeitpunkt erwischt hat. Ich finde, das ist ganz wichtig, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, wo man das anfängt, ne? Also ich glaube, dass viele halt sehr lange ihren Kopf in den Sand gesteckt haben und da viele auch gehofft haben, dass es bald weitergeht. Ja. Ich kann nur für mich sprechen. Bei mir war es ja am Anfang auch so. Ich dachte auch, ach, bisschen kann man ja mal nicht arbeiten und dann geht es weiter. Und ne, denke ich mir auch die ganze Zeit, wenn nicht dieser Impuls da gewesen wäre, der gesagt hätte, du machst es jetzt, das ist cool, hätte ich mich da nicht so reingebissen, dann wäre jetzt nichts los, einfach. Das, also komisch, das fühlt sich wie Ohnmacht an dann. Und ich glaube, so geht es gerade ganz vielen. Und ich hoffe, dass viele eine Motivation daraus bekommen, die das sehen, dass sie halt weiterkämpfen, ne, und sich nicht aufgeben. Vielen Dank. Das sind super Worte zum Schluss. Eileen, die Idee ist genial. Ich liebe das. Ich auch. Das deckt auch einen Bereich ab, den ich bisher noch von keinem gehört habe, dass er den abdecken konnte bei Online-Events speziell. Vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Vanessa, auch dir, vielen Dank. Wir werden das weiter beobachten und in Kontakt bleiben. Ja, das machen wir. Nächstes Jahr dann die Auswertung. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja. Vielen Dank, dass ich euer Gast sein durfte.